Michael Faraday. Er hat die Kälte entdeckt. Und wenn er daran gedacht hätte, diese Idee zu vermarkten, wäre er vermutlich eines der reichsten Menschen der Geschichte geworden. Aber er hatte nie solche Ambitionen. Natürlich haben später andere Namen, Unternehmen, diese Idee aufgegriffen und diese wunderbare Entdeckung unter die Leute gebracht und sich eine goldene Nase verdient. Aber die Kälte. Es sollte noch dauern, bis die künstliche Kälte in den Häusern zur Selbstverständlichkeit wurde. Es mag seltsam klingen, aber um Lebensmittel in unseren Häusern zu kühlen und Vorräte in Gefrierschränken anzulegen, mussten wir etwas anderes gut verstehen. Die Hitze. Und wir konnten die Kälte nicht lösen, ohne die Hitze zu verstehen. Willkommen zum neuen Teil der Serie von der klassischen zur Quantenphysik. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten der Dampf begonnen, die ganze Welt zu verändern und buchstäblich als Lokomotive zu fungieren, die die industrielle Revolution mit voller Geschwindigkeit vorantrieb. Hier gab es nur einen seltsamen Zufall. Dieses Mal würde die Wissenschaft der Technologie folgen. Zuerst kam die Technik. Und beim Bestreben, diese Technik effizienter zu nutzen, entstand eines der grundlegendsten Studiengänge der Physik. In gewisser Weise hing dies von der Umwandlung von Energie oder der Entwicklung der Energieübertragung ab. Diese Entwicklung würde zu den wichtigsten Erfindungen des modernen Lebens führen. Die Thermodynamik würde die Menschheit also mit günstiger Energie und günstigem Treibstoff versorgen. Natürlich würde dies auch einen Zugang zu günstigeren, reichhaltigeren und unverfälschten Lebensmitteln ermöglichen. Auf diese Weise würde die Weltbevölkerung zu steigen beginnen, da die Lebenserwartungen stiegen und ein Lebenskomfort entstand, den sich die Menschen vor 200 Jahren nicht hätten vorstellen können. Schließlich würde die Thermodynamik die Grundlagen für die Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie legen und dahin wird auch diese Physikserie führen. Aus diesem Grund müssen wir der Thermodynamik, der Wärme und der Entropie, über die wir in einem anderen Video gesprochen haben, einen ausführlicheren, umfassenderen und größeren Raum widmen. Wie bereits erwähnt, begannen vor allem Länder wie England mit der Kraft des Dampfes zu einer unglaublichen Supermacht zu werden. Wie immer waren Länder, die nicht mit der Technologie wuchsen, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch im Nachteil. Frankreich war eines dieser Länder, aber ein junger Mann war sehr verärgert über den Zustand seines Landes und wollte nicht, dass sein Land in den Fängen Englands untergeht. Die Rede ist von Sadi Carnot, ein junger Mann, der in seinem kurzen Leben die Idee vorbrachte, die die ganze Menschheit revolutionieren sollte. Mit dem Patriotismus einer Familie mit militärischem Hintergrund widmete er seine ganze Zeit dem Verständnis des Funktionsprinzips dieser Dampfmaschinen. Dank seines Ehrgeizes und seiner Beharrlichkeit wurde er als Vater der Thermodynamik bekannt, einem der grundlegendsten Gebiete der heutigen Physik. Thermodynamik. Abgesehen von den technischen Definitionen ist es in seiner einfachsten Form ein Studienbereich, der die Beziehungen zwischen allen Arten von Energien im Universum untersucht. Die Thermodynamik verbindet alles, von den kleinsten mikrobiellen Organismen bis hin zu den riesigen Himmelskörpern im Universum. Und bei einigen Gesetzen erklärt sie einfach diese Beziehungen in Übereinstimmung mit dem grundlegenden Zweck der Wissenschaft. Die Thermodynamik, von der man annimmt, dass sie drei Gesetze hat, hat in Wirklichkeit vier. Diese Gesetze haben wir zwar in einem anderen Video bereits besprochen, aber gehen wir sie nochmal durch. Betrachten wir zunächst den nullten Hauptsatz der Thermodynamik. Wir nennen es das nullte Gesetz, weil es eine seltsame Geschichte hat. In der Tat handelt es sich um ein so grundlegendes Wissen, dass die Wissenschaftler sagten, lasst uns das nicht als Gesetz aufschreiben. Aber es ist so grundlegend und unverzichtbar, dass es später aufgenommen wurde, weil die Wissenschaft über die Annahme hinaus umfassend sein muss. Da zuvor drei Gesetze festgelegt worden waren und dieses Gesetz die Grundlage für alle anderen bildete, wurde es nicht das vierte, sondern das nullte Gesetz genannt. Darin steht folgendes. Werden zwei thermodynamische Systeme, also Körper, miteinander in Kontakt gebracht, so gleichen sich ihre Temperaturen in endlicher Zeit aus. Also, die sich berührenden Körper tauschen Wärme aus und am Ende einer bestimmten Zeitspanne erreichen sie ein thermisches Gleichgewicht und haben die gleichen Temperaturen. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, wie wir bereits erörtert haben, dass Energien ineinander umwandelbar sind, aber nicht gebildet bzw. vernichtet werden können. Es ändert also nur die Form. Dort heißt es, wenn ein System oder ein Objekt Energie gewinnt, muss diese Energie von irgendwoher kommen. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass Zustandsänderungen in eine bestimmte Richtung erfolgen und nicht in irgendeine Richtung. Und das Wichtigste, Energie neigt immer zur Selbstzerstörung.
Das heißt, Energie, die ein hohes Potenzial erreicht, neigt dazu, sich in eine andere Energieform mit geringerer Dichte zu umwandeln. Anders gesagt, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass Ereignisse in Richtung einer zunehmenden Entropie, also in Richtung einer abnehmenden Energiemenge, ablaufen. Alles im Universum gehorcht diesem Gesetz. Sie muss ihm gehorchen. Es besteht keine Notwendigkeit, dies, das heißt die Entropie, vom philosophischen Standpunkt aus zu betrachten. Ja, dieses Gesetz sagt uns ganz klar, dass alles ein Ende hat. Sie stellt uns den Wärmetod, über den wir in Zukunft sprechen werden, also das Ende von allem, sehr deutlich vor Augen. Es sagt aber auch dies aus. Egal was man tut, nicht die gesamte Energie kann in nützliche Arbeit umgewandelt werden. Ein Teil davon wird zur Aufrechterhaltung der internen Integrität des Systems verwendet. Kurz gesagt, wie bereits erwähnt, nimmt die Entropie des Universums tendenziell ständig zu. In diesem Fall werden nach dem zweiten Gesetz sowohl Energie als auch Materie im Universum mit fortschreitender Zeit immer weniger in der Lage sein, nützliche Arbeit zu leisten. Selbst wenn wir die Entropie ein wenig verlangsamen, wird letztendlich alles der Entropie zum Opfer fallen. Das einfachste Beispiel ist die Tatsache, dass sich nichts im Universum von selbst erhitzt, ohne dass es eine Quelle gibt. Das dritte und letzte Gesetz macht es etwas mehr deutlich. Es besagt, dass die Entropie am absoluten Nullpunkt konstant ist. Daraus lässt sich auch ableiten, dass es fast unmöglich ist, den absoluten Nullpunkt zu erreichen. Wie ich eingangs sagte, sind all diese Gesetze das Ergebnis der Bemühungen von Menschen, die versuchten, die Technik zu verstehen. Als Sardi Carnot die Funktionsweise von Dampfmaschinen untersuchte, ging er zunächst davon aus, dass die Wärme die Maschine bewegt und mechanische Arbeit entsteht. Die Wärme wurde nicht verbraucht oder zerstört. Es drehte sich nur im Motor und das Ergebnis war Arbeit. Dies ist mehr oder weniger auch tatsächlich geschehen. Carnot würde dies mit Wassermühlen vergleichen. Je höher der Wasserdurchfluss, desto mehr mechanische Arbeit wurde geleistet. Die Dampfmaschinen kamen dieser Logik sehr nah. Die Entfernung dazu war hier jedoch der Temperaturunterschied. Je größer der Unterschied zwischen dem heißen Teil des Motors und dem kalten Teil war, desto mehr Arbeit wurde produziert. Und wie ihr wisst, kann man in einem Kreislauf ununterbrochen arbeiten, da der Fluss ständig von heiß nach kalt verläuft. Auch William Thomson, der spätere Lord Kelvin, war von den Ideen Sadi Carnots sehr angetan. Es war eine wunderbare Idee, dass die Bewegung von Wärme funktionierende Maschinen schaffen könnte. Aber Thomson, der nach Meinung einiger einer der wichtigsten Namen in der Thermodynamik war, hörte später die Ideen von James Joule und musste sein Denken ein wenig umändern. James Joule hat die Idee von Carnot zwar nicht völlig ignoriert, aber sie ein wenig verbessert und die folgende revolutionäre Behauptung aufgestellt. Wärme erzeugt mit ihrer Bewegung nicht nur mechanische Energie, sondern Wärme selbst wird in mechanische Energie umgewandelt. Mechanische Energie war nur eine andere Form der Wärme. Das war wirklich eine revolutionäre Idee. Wärme, mechanische Energie, alles davon. Aber sie waren nur verschiedene Formen derselben Energie. Es war alles das Gleiche. Indem er all diese Ideen sammelte und vereinfachte, konnte Thomson die Gesetze der Thermodynamik aufzeigen, die wir heute besprochen haben. Und die Welt wäre ein ganz anderer Ort. Daraus würde zum Beispiel auch die Kühlung hervorgehen. Und als erstes würde in jedem Bezirk, in jedem Viertel eine Eismaschine in Betrieb genommen werden. Und mit der Zeit würden Kühlschränke ihren Platz in unseren Häusern einnehmen, was die Elektrizitätswerke natürlich sehr gefreut hat. Dann erfand Willis Carrier Klimaanlagen. Während er versuchte, eine Lösung für ein Problem des Judge Magazins, einer populären Zeitschrift in den USA, zu finden. Das Problem war folgendes. Wenn das Wetter zu heiß war, floss die Tinte auf dem Magazin. Um dieses Problem zu lösen, würde er die Kühllogik anwenden. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit durch die Kontrolle der Temperatur steuern. Die daraus resultierenden Klimaanlagen erleichterten zunächst das Leben der Menschen in Kinos und Fabriken und hielten schließlich Einzug in unsere Wohnungen und Häusern, wo sie ein neues Verständnis von Komfort vermittelten. Vor allem aber würden die Städte dank der Kühlschränke und vor allem der Klimaanlagen beginnen, vertikal zu wachsen. Wolkenkratzer würden sich ausbreiten und es wäre nicht mehr notwendig, Siedlungen in der Nähe von Nahrungsquellen zu errichten. Die Kühlkette würde entstehen und wir wären in der Lage, auch nach sehr langer Zeit noch frische Lebensmittel aus weit entfernten Gegenden zu konsumieren. Zusammengefasst, nachdem die Menschheit gelernt hatte, dass das, was man Energie nennt, eigentlich verschiedene Formen derselben Sache sind, lernte sie später, dass Energie und Materie ein und dasselbe sind und näherte sich Schritt für Schritt der Theorie von allem.
Vielleicht werden wir irgendwann lernen, dass alles verschiedene Formen desselben Phänomens sind. Wer weiß. Aber die Geschichte der Kälte wird weitergehen. Die Schwierigkeiten, die wir auf diesem Weg überwinden und die Türen, die sich nach jeder überwundenen Schwierigkeit öffnen, sind unglaublich. Auf diese Weise können wir die Tiefen des Weltraums erforschen und gleichzeitig beginnen, unsere Zellen und Atome, die die Bausteine von allem sind, und ihre Bausteine, die subatomaren Teilchen, zu verstehen. Und dank der Technologien würde unsere Reise zu Supraleitern, Quantencomputern und darüber hinaus weitergehen. Diese Route ist auch unsere Route. Also, wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.